Tausende Menschen demonstrieren in Österreich regelmäßig gegen die FPÖ. In den Umfragen rangiert die rechte Partei seit einem Jahr auf Platz 1. Nun stehen Europawahl und Nationalratswahl an. Österreich wird wohl umgekrempelt. Das ist die Partei, die am meisten hetzt, die unsere Demokratie aushöhlt. Wir sind ja die Omas gegen rechts. Wir müssen einfach zusammen an der Lösung arbeiten und nicht sagen, Remigration und Ausländer raus. Von vielen geächtet, von genauso vielen gewählt. Die FPÖ kritisiert die gestiegenen Lebenserhaltungskosten und die zuletzt eskalierende Gewalt auf den Straßen Wiens und bietet eine Proteststimme gegen die Regierung. Durch die schwache Wirtschaftslage laufen der EU-skeptischen Freiheitlichen Partei regelrecht die Wähler zu. Europa muss sich auf ein abgeschottetes Österreich gefasst machen, das sich eher an Ungarn orientiert. Also die FPÖ ist viel weniger enthusiastisch, was den Ukraine-Krieg angeht, und auch viel positiver über Orbán zu sprechen. Das heißt, es wäre auch eine Umorientierung von Österreich im internationalen Bereich, wobei auch da sehr stark es davon abhängt, was die Partnerparteien der FPÖ zulassen. Laut Umfragen gewinnt die FPÖ sowohl die Europawahl im Juni als auch die Nationalratswahl im Herbst. Österreichs zukünftiger Kanzler wird wohl kein einfacher Partner für Brüssel. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien.